Jo Leute, was geht? Grüß euch, willkommen zu diesem neuen Video und das ist ganz ein besonderes Video. Da seht ihr meine Schwester und ich zu zweit gemeinsam machen wir den höchsten Stuhlgang zwischen Österreich und Slowenien, zwischen Kärnten und Slowenien. Einen höheren Stuhlgang gibt es nicht. Wir gehen auf den Hochstuhl, da hinten oben hinter uns ist er. Das ist so eine Route durch die Nordwand eigentlich. Hochstuhlklettersteig. Viel Spaß, kommt mit bei der wunderschönen Tour in den Karawanken in Kärnten. Ja, wir sind da jetzt an einem Parkplatz gestartet von der Klagenfurter Hütte. Da geht es jetzt gleich so eine Forststraße. Darf man nicht mit einem Auto fahren, wenn man nicht berechtigt ist, so wie mir. Und für uns geht es jetzt zuerst einmal Richtung Klagenfurter Hütte. Kurz vorher biegen wir, glaube ich, noch einen rechts ab, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schauen wir mal. Da pro Jutro. Ja, so wie man schon in Kärnten sagt, gell? Kakossi. Krakowski. Und Brujana Sem. Da schaut euch das an, die Karawanken. Ein Traum ist das da. Ja, gewaltig. Müssen wir schauen, wie das. Boah, da ist ein Rinnerl. Siehst du das da, wo der Schnee runtergeht? Gewaltig, hoffentlich. Ja, wir da nicht ab. Und da in den Schwarten. Da kannst du auch super mit den Ski runterfahren. Wahnsinn! Einmal rechts abbiegen. Machen wir Markierungen. Ja, da weißt du nicht, wo du gehen sollst. Aber gell? Ich glaube, ich bin in Österreich. Ja. Rot-Weiß-Rot eindeutig. Also jetzt haben wir den Türsteig gefunden von der Straße. Daher geht's. Hochstuhlklettersteig. Da oben wäre irgendwo sein. Schauen wir mal. Reginova-Kutscha, genau. Gewaltig. Wir sind jetzt beim Einstieg vom Hochstuhlklettersteig hinter mir. Gleich Gedenktafel. Da ist ein 18-jähriger Bub abgestürzt in der Nordwand heuer. Oder? Nein, 2018. Blödsinn, vor zwei Jahren. Genau. Und da ist jetzt der Klettersteig. Der geht da rauf. Man sieht auch, die Wolken bewegen sich. Ein bisschen Wind ist schon oben heute. Da aus ins Klagenfurter Becken, einfach ein Träumchen. Da braucht aber ein Däumchen. Hey ho, let's go! Ein richtiger Genuss da, wie die Steiganlage eingebaut worden ist.
Gehweg. Gehgelände wechselt sich damit leicht, der Klettersteig Kraxelei ab. Jetzt wieder ein bisschen steiler weiter. So, jetzt ist wieder ein bisschen versichert. Vorher war es so Gehkraxelgelände. Bist du der Franz von Alpine Momente? Ja, bin ich. Gewaltig. Da vorne, das müsste der Triglauf sein. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare, wenn ihr es genauer wisst. Voll schön, ein Traum. Ja, brutal. Pulver. Sportpulver. Ich gerade dann rechts, gell, das schaut viel schlechter aus. Ja. Passt das? Passt. Jeder sucht sich den Weg, wo er Spaß hat. Genau. Aber nicht, dass man da umgehen muss. Beim Seil. Okay.
Da ist jetzt das Wandbuch, ist das. Vom Hochstuhlkletter steigt, da schreiben wir uns jetzt hinein. Wo dann Stempel? Voll schön. Okay, geht der Stempel nicht mehr. Heute ist der 30. oder? Heute ist der 30. Einen Tag vor meinem Geburtstag. So eine Aussicht da. Herrlich. Herrlich. Da geht es wieder ein bisschen durchs Kärntner Pulver. Alle. Ich glaube, ohne mich war er da aufgegangen im Schnee. Ja. Ich war am letzten durch die Rinne, ja. Voll schön, herrlich. Einfach herrlich. Herrlich. Ich glaube, jetzt sind wir definitiv ausgestiegen. Ja, sind wir von dieser Stempel. Da ist eine Beschilderung. Und jetzt sind wir genau auf der Grenze zwischen Österreich und Slowenien. Das heißt, wenn wir jetzt keinen Reisepass mit hätten, dann darf halt man nicht da umgehen. Hochstuhl, Klettersteig. Ah, man darf da absteigen auch. Wir gehen jetzt noch auf den Hochstuhl auf. Oh, du musst die Ausrüstung mit haben, also keine Stinkeschuhe. Genau. Der Keil. Hochstuhl, Stuhlgang, steht bevor. Gewaltig. Gewaltig. Ja, wir haben jetzt eine wunderschöne kurze Pause gemacht. Da haben wir auf der Blickwerk gesagt Richtung Slowenien. Und wir gehen jetzt da Fähre über einen Bielschitzer Sattel oder so, glaube ich, heißt der. Retour. Ja, schon so stimmen. Die Luft. Pulver, sagen wir da, Pulver. Mörderfestes Pulver. Juhu! Da hinten das Tal raus und da ist mega viel angeschrieben. Muss man sich halt auskennen, aber das könnte halt Klagenfurt heißen.
Da machst du echt eine wilde Rohrs. Da hinten das Chor sind wir jetzt rausgekommen. Und da glaube ich jetzt auf die Wertatscha oder wie auch immer, dass man das ausspricht. Wrutatscha, genau. Für uns geht es in die Schattenviere und dann nach links runter. Gefühlsmäßig. Ja, da rauf geht's auf den Bielschitzer. Bielschitzer? Oder Bielschitzer, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und für uns geht es jetzt zur Klagenfurter hinten runter. Müssen wir mal schauen. Ja, das ist der Steig, da so Führe und dann raus. Ja, also ich glaube, jetzt ist es Zeit für ein Resümee. Wir sind gerade am Weg von der Klagenfurter Hütte retour zum Parkplatz. Mir hat es richtig getaugt, der Hochstuhlklettersteig. Das ist jetzt kein klassischer Klettersteig, sondern das ist einfach so, ich würde sagen, so ein versicherter alpiner Steig auf dem Hochstuhl rauf. Durch die Nordwand, durch die Mächtige eben. War richtig cool. Ich weiß nicht, also ein BC-Stuhl ist drinnen, der Rest ist deutlich einfacher. Vielleicht war irgendwo eine zweite auch noch drinnen, keine Ahnung. Mir hat es richtig getaugt und vor allem noch in die Kombination, dass du woanders runtergehen musst wie ein Affe. Natürlich kommt jetzt den Hochstuhlklettersteig runtergehen auch. Also der ist als Abstiegoption eben auch angeschrieben. Wenn aber du ein Klettersteig siehst. Ja, genau, wenn du das ganze Zeug mit hast natürlich. Aber ansonsten eben da nach Slowenien rüber, das war echt ganz cool. Wir haben zum Glück die Reisepässe dabei gehabt. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn es wer anderer nachmacht. Corona-Kontrolle hat bei uns keiner gemacht, ist in einem Baum gestanden. Es waren auch nicht viele Leute da oben, also Ansteckungsgefahr. Ich glaube nicht, dass ich mich von irgendeinem Menschen angesteckt habe. Vielleicht die Tole, dass die mich irgendwie mit Corona infiziert hat. Aber ansonsten war da echt eine überschaubare Corona-Gefahr, würde ich so sagen. Der restliche Weg immer voll lässig, abwechslungsreich. Ich gebe der Tour einen fetten, dicken Daumen nach oben. Ich würde unbedingt noch einmal her. Und was wir da noch machen, das seht ihr dann auch anders mal. Wer das nicht verpassen will, unbedingt jetzt einen Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Erinnerung. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Fragen unten rein ins Kommentarfeld. In dem Sinne, der Resa, wie sagt man, vierte? Ja, geil. Bleibt's geil. Und Servus. Was sagen wir die Slowenien? Servus. 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 Ciao, ciao.